Emirates kauft nun also tatsächlich A330neo und auch Airbus A350. Das ist eine gute Sache für Airbus, immerhin holen sie sich damit einen Auftrag im laut Listenpreis wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar ran. Auf der anderen Seite entscheidet die Fluggesellschaft damit kurzerhand mal über die Zukunft des Airbus A380 und beendet diese direkt mal für das Jahr 2021. Also kann man mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen. Dazu schauen wir uns heute noch mal ein paar interessante Details an, schauen uns an, warum sich die Fluggesellschaft für diese beiden Flugzeugtypen entschieden hat. Und wir reden ein bisschen über die ersten für Airbus wirklich spannenden Wochen des Jahres 2019. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Interessanter Gedanke, oder nicht? Irgendwie, zumindest sieht das von außen so aus, versucht gerade jede Fluggesellschaft, die Anzahl an verschiedenen Flugzeugtypen in ihrer Flotte zu reduzieren. Auf das Minimum, was geht. Denn damit nimmt man Komplexität aus dem gesamten Unternehmen, aus der gesamten Fluggesellschaft raus und ist vermeintlich am effizientesten unterwegs. Und jetzt kommt Emirates um die Ecke und verdoppelt direkt mal mit einer neuen Bestellung ihre Anzahl an verschiedenen Flugzeugtypen in der Flotte. Neben Airbus A380 und Boeing 777 kommt jetzt wieder der A330 und auch der A350 hinzu. Nur ganz kurz, warum entscheidet sich denn jetzt die arabische Fluggesellschaft für diese beiden neuen Flugzeugtypen? Klar, es sind Flugzeuge aus der allerneuesten Generation, es sind zweistrahlige Langstreckenmaschinen, die mit ihren Rolls-Royce Trent 7000 bzw. Rolls-Royce Trent XWB Triebwerken das höchste Maß an aktuell möglicher Effizienz versprechen. Und ganz wichtig, die beiden neuen Flugzeugtypen sind ein gutes bzw. ein gewisses Stück kleiner als die beiden Flugzeugtypen, die Emirates zum jetzigen Zeitpunkt zu verplanen hat. Und damit eröffnen sich ganz klar eine große Anzahl an neuen möglichen Strecken, die Emirates mit diesen Fliegern effizient bedienen kann. Zum Beispiel auch aus dem europäischen Markt heraus. Dafür nehme ich gerne nochmal das Beispiel, das angedachte Beispiel Hamburg-New York. Ich meine, stellt euch das nur mal so vor, zu einem angenehmen Preis, zu einem fairen Preis, mit einer der besten Fluggesellschaften der Welt, mit zum Beispiel dem besten Entertainment-System der Welt, in einem der modernsten Flugzeuge der Welt, ganz entspannt von Deutschland aus in die USA. Und dabei ist es kein Geheimnis, dass ein Flugzeug wie ein A330neo oder ein Airbus A350 auf dieser Strecke deutlich besser performen wird, als das, was Emirates zum aktuellen Zeitpunkt in der Flotte zu bieten hat. Und das klingt doch so auf jeden Fall schon mal nach einer Art und Weise zu fliegen, die hier durchaus für den einen oder anderen spannend sein könnte, oder nicht? Dabei gilt übrigens, weil man das immer schnell mal so hingesagt hat, der A350 als Flugzeug aus einer neuen bzw. aus der neuesten Generation. Die Maschine ist selbstverständlich nicht nur wahnsinnig effizient, weil sie jetzt als Langstreckenflugzeug zwei Triebwerke hat und nicht so wie der Vorgänger mit vier Triebwerken unterwegs ist, dann würde ja auch die 777 gehen, sondern der Airbus A350 schafft es vor allem durch seine Konstruktionsweise mit großen Mengen an Kohlefaserverbundwerkstoffen ein Leergewicht von nur 115 Tonnen zu erreichen. Im Vergleich dazu, die Boeing 777-300ER, so wie sie bei Emirates unterwegs ist, hat ein Leergewicht von bereits 168 Tonnen. Das ist ein Riesenunterschied und dabei hat das Flugzeug nur so um die 20 bis 30 Sitzplätze mehr, eine geringere Reichweite und halt eben nicht so effiziente Triebwerke. Genau das ist es also, die Konstruktionsweise des Flugzeuges, die maßgeblich dafür sorgt, dass sich mit einem A350 etwa 330 Passagiere irgendwo zwischen 20 und 25% effizienter an ihr Ziel bringen lassen, als mit der bei Emirates aktuell über 130 Mal in der Flotte befindlichen 777-300ER. Und das macht aus dem A350 ein Flugzeug aus der neuesten Generation. Nur so nebenbei, mit dem Dreamliner, vor allem mit der 787-9, lassen sich ähnlich gute Verbesserungen im Vergleich zur deutlich größeren 777 erzielen. Aber vielleicht mal so als Wert, der so ein bisschen greifbarer ist, bei der Boeing 777-300ER rechnet man bei Emirates mit einem stündlichen Kerosinverbrauch von irgendwas zwischen 7,5 und 8 Tonnen. Das ist eine ganze Menge, aber mit 360 Passagieren, also einer vollbesetzten Emirates 777, lassen sich dann Verbräuche auf Langstrecken von 2,7 bis 2,8 Litern Kerosin pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern erzielen. Das ist ein richtig guter Wert. Aber unter optimalen Bedingungen soll es dann mit dem A350 möglich sein, auch die 2,3 Liter Marke zu knacken. Und das wäre für Langstrecken wirklich absolut fantastisch. Bei dem Airbus A380 kommt Emirates jetzt allerdings nicht mal unter die 3 Liter Kerosin pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern. Sind zwar kleine Werte, aber bei 60 Millionen Passagieren pro Jahr, die bei Emirates übrigens für fast 300 Milliarden Passagierkilometer sorgen, da macht das dann durchaus einen Unterschied, ob man jetzt 3 Liter oder 2,2 verbraucht. Vor allem dann, wenn man den Airbus A380 aus welchen Gründen auch immer auf bestimmten Strecken nicht voll bekommt.
Tja, lange Rede, kurzer Sinn, Airbus A330 Neo und auch A350 spielen also, was die Effizienz angeht, nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level als der A380 oder die Boeing 777. Und nur für die Leute, die es interessiert, nochmal das Hamburg-New York Beispiel, da würde man mit einer Emirates 777-300ER auf einem One-Way-Flug als einzelner Passagier etwa 1250 Kilogramm CO2 auf seine Kappe nehmen müssen, mit einem Airbus A350 sind es schon etwa 200 Kilogramm weniger und das ist ja durchaus ein Unterschied. Aber genug dazu, warum kauft man jetzt als Fluggesellschaft Emirates zwei verschiedene Flugzeugtypen und nicht, wie das vor einigen Jahren ja sogar noch der Fall war, gleich 70 A350 auf einmal? Ganz klar, Emirates rundet damit sein Portfolio an Flugzeugen, neben dem A380 und der Boeing 777 nach unten hin ab, mit dem A350 mit etwa 330 bis 340 Sitzplätzen und dem A330 Neo mit etwa 290 Sitzplätzen. Damit stellt man sich als Fluggesellschaft durch die Wahl der Flugzeugtypen schon mal deutlich flexibler am Markt auf, als man das jetzt mit A380 und Boeing 777 hätte machen können. Denn es ist ja völlig klar, dass Emirates als Fluggesellschaft ihre Flugzeugflotte selbstverständlich in regelmäßigen Abständen beobachtet, bewertet. Die schauen sich natürlich an, was sie damit aktuell machen, was sie damit in Zukunft machen können. Und spätestens, wenn man das jetzt so sieht, dann ist es doch nur mehr als nachvollziehbar, dass man diese riesigen Bestellungen, die man teilweise ja wirklich schon vor einigen Jahren getätigt hat, dass man die jetzt mal einer ganz genauen Prüfung unterzieht. Und vielleicht hier und da dann auch mal ein Update durchführt. Gleichzeitig hat diese massive Veränderung der Bestellung aus einer Machtposition heraus, die Emirates ja dadurch hat oder hatte, dass sie mal 162 Airbus A380 bestellt haben, das hat zur Folge, dass Airbus nun gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als die A380-Produktion frühzeitig im Jahr 2021 zu beenden. Denn Emirates reduzierte zusammen mit ihrer A350 bzw. A330 Neo-Bestellung direkt mal die A380-Bestellung auf nur noch 123 Flugzeuge. Was immer noch eine ganze Menge ist, aber mit anderen Worten bedeutet das, dass Emirates jetzt nur noch 14 neue A380 übernehmen wird. Diese krumme Zahl, die vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar ist, kam nicht zuletzt sicherlich durch interne Konstellationen zustande, die für uns von außen jetzt nicht ohne weiteres erkennbar sind. Denn auch wenn Emirates wahrscheinlich nah dran ist, sie können natürlich nicht einfach hin und her bestellen und stornieren, wie ihnen das gerade gefällt, sondern da gibt es Verträge, die man irgendwann mal unterschrieben hat, Bedingungen, die man jetzt einhalten muss und die sind selbstverständlich bei so einer riesigen Bestellung von 162 Flugzeugen vielleicht mal für ein paar Maschinen anders als für andere Maschinen. Aber gut, das sind wie gesagt interne Sachen, die wir jetzt von außen nicht ohne weiteres nachvollziehen können. Das wäre jetzt nur so eine Erklärung, die ich vielleicht dafür hätte. Aber nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen, dass allein durch die 787 Absichtserklärung, die Emirates vor einiger Zeit mal unterschrieben hat, dass man dabei Airbus das jetzt schon so drehen und wenden konnte, wie man das jetzt wollte und wie man das jetzt gut gebrauchen konnte. Das war dann selbstverständlich aber einfach alles nur sehr clever gemacht von Emirates. Gut, Airbus bekam dann im Laufe des gestrigen Tages direkt mal die Bestätigung für die morgendliche Ankündigung, die A380-Produktion frühzeitig 2021 einstellen zu wollen oder einstellen zu müssen. Durch die Reduzierung der Emirates-Bestellung für den A380 auf jetzt nur noch 123 Flugzeuge bleiben Airbus dann nämlich nur noch 40 offene Bestellungen für den Flieger und davon, wie gesagt, gehen 14 an Emirates. Qantas hat man da schon rausgerechnet. Und gestern kam dann noch ein großes irisches Leasingunternehmen um die Ecke. Die hatten noch 20 offene Bestellungen für den A380, die sie kurzerhand ebenfalls storniert haben. Auslieferungen sollten bei diesem Unternehmen eigentlich ab 2016 losgehen, aber die Auslieferung hatte man halt immer Jahr für Jahr weiter nach hinten verschoben, denn wäre jetzt irgendwann mal ein A380 bei diesem irischen Leasingunternehmen gelandet, dann kann man davon ausgehen, dass er auch da geblieben wäre. Und ein Leasingunternehmen übernimmt natürlich keine Flugzeuge, für die sie gar keine Interessenten haben. Das war also tatsächlich absehbar, damit gehörte das Unternehmen schon seit Jahren zu den Wackelkandidaten für den A380. Jetzt bleiben also nur noch 20 offene Bestellungen, 14 für Emirates, 3 für Air Accord. Das sind 3 A380, die ehemals noch für Transaero bestimmt waren. Auch da ist unschwer zu erkennen, diese Fluggesellschaft gibt es mittlerweile nicht mehr. Verwendung findet man für diese Flugzeuge wahrscheinlich nicht. Heißt, die gehören auch zu den Wackelkandidaten, kann gut sein, dass die jetzt auch in nächster Zeit stornieren werden. Und dann bleiben noch 3 Flugzeuge für All Nippon Airways aus Japan. Das sind wahrscheinlich die 3 schönsten A380, die man jetzt in naher Zukunft so am Himmel finden wird. Aber wahrscheinlich auch die 3 letzten. Der europäische Flugzeugbauer schafft es so, also tatsächlich nur maximal 254 A380 auszuliefern. In dem ganzen Zeitraum, seitdem es das Flugzeug jetzt gibt. Das ist deutlich weniger, als man irgendwann am Anfang mal erwartet hat. Vielleicht noch ganz interessant, der erste für ANA bestimmte Airbus A380 in blauer Schildkrötenbemalung war jetzt das erste Mal in voller Bemalung auch am Himmel zu sehen. Gestern ist er das erste Mal von Hamburg-Finkenwerder aus zu einem Testflug gestartet. Wird also wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann wird sich dieses Flugzeug auf den Weg nach Japan machen. Und die Diskussion, ob die besten Jahre des Airbus A380 jetzt womöglich in naher Zukunft noch kommen werden, das können wir diesmal wohl auch weglassen. Der Zug ist wohl abgefahren.
Tja, damit hat das A380-Projekt, das A380-Programm, die ganze Produktion große Ähnlichkeiten zum A340. Da hat man 1993 den ersten ausgeliefert, 2013 den letzten. 377 Maschinen insgesamt. Lufthansa beispielsweise stellt die Flugzeuge nach 11, 12, 13 Jahren in der Flotte jetzt in die Wüste. Dort finden die Dinger keinen neuen Abnehmer. Lufthansa tauscht sie so schnell wie möglich gegen neue Flugzeuge von Airbus aus. A380 hat man den ersten 2007 ausgeliefert, den letzten dann 2021. In 14 Jahren liefert man knapp 250 Flugzeuge aus. Ja, beides nicht so wahnsinnig erfolgreiche Projekte von Airbus, aber beim A380, das darf man nicht vergessen, hat man es geschafft, das größte Passagierflugzeug der Welt zu bauen. Der A380 ist heute immer noch das größte Passagierflugzeug der Welt und die Jagd nach diesem prestigeträchtigen Titel war also durchaus erfolgreich. Somit waren die ersten Wochen des neuen Jahres 2019 für Airbus durchaus ernüchternd. Gerade erst vor einigen Tagen hat Etihad eine Großbestellung über 42 A350 storniert. Die vor einigen Jahren noch als unbremsbar erwartete Expansion dieser Fluggesellschaft ist so nicht eingetreten. Nun möchte man langsam und gesund wachsen. Zukäufe haben nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwann mal erhofft hat. Air Berlin, Alitalia. Und da kann man einfach 42 A350 zum aktuellen Zeitpunkt nicht gebrauchen. Im Januar ergab sich so also schon mal eine negative Anzahl an Bestellungen bei Airbus, dadurch, dass Qantas 8 A380 storniert hat und die insolvente Private Air. Da fallen jetzt auch nochmal 5 bestellte A220 weg. Dann die Stornierung im Februar jetzt vor wenigen Tagen durch Etihad. Die Emirates-Bestellung kommt neu dazu, gleicht das zwar für die ersten Wochen einigermaßen wieder aus, schafft es dann aber nicht ganz. Also ein paar negative Bestellungen hat Airbus da noch zu beklagen. Aber es war ja jetzt zu erwarten, dass es da massive Veränderungen beim Thema A380 und Emirates geben wird. Somit also ein paar Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen bei Airbus und dann freue ich mich sehr auf eure Gedanken zu dem Thema, freue mich sehr auf eure Kommentare, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Michael, vielen lieben Dank an dich für deine großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.